Guten Morgen Deutschland! Hallo und herzlich willkommen! Mein Bartschmuck hat sich etwas geändert. Das ist noch das Ergebnis von dem Strudel der Liebe zu meiner Freundin, die ja, mir diese neue Bartfrisur verschafft hat. Und ja, aufgrund der Tatsache, dass sie mich eingeladen hat, für 2 Tage zu verreisen, ohne dass ich wusste wohin, ja, lasse ich den einfach jetzt dran, bis er sich von selber auflöst und ja, findet das eigentlich, ich bin noch so gefühlsduselig, es ist ja noch Sonntag und ich bin sozusagen ungefähr vor 3 Stunden wiedergekommen von der Reise. Es ging übrigens nach Altenburg, eine wunderschöne Stadt, eine wunderschöne Ferienwohnung, alles ein rundum komplett Wohlfühlpaket für mich in, ja, und es war einfach nur wunderschön. Und deshalb haben wir uns auch so ein bisschen ja, wieder in diese kindlichen verliebten Spielereien wie wir flechten seinem Freund ein paar Zöpfe in den Bart da hinreißen lassen. Und ja, da ich ja eben noch so gefühlsduselig drauf bin, bleiben die Zöpfe jetzt auch im Bart. Zumindest bis sie wieder irgendwann, ja, irgendwann sich auflösen. Ja, also es ging nach Altenburg, das wollte ich schon auflösen, war wunderschön und ja, das dazu. Weiterhin möchte ich euch eine Sache annoncieren, die ich ausprobieren möchte. Und zwar habe ich mir eine Joghurtkultur geholt. Das ist entweder Tropfen oder Pulver, ich weiß noch nicht ganz genau was das ist. Auf jeden Fall habe ich mir die Flasche besorgt und da sind Joghurtkulturen drin. Und zwar habe ich ja das Problem, wenn ich jetzt Joghurt esse, generell bin ich nicht der größte Joghurt-Fan, aber mittlerweile muss ich sagen, esse ich eigentlich ganz gerne den Sojajoghurt. Also alles was mich daran stört, ist, dass die immer da Zucker reinmachen in den Sojajoghurt. Und ja, ich will eigentlich keinen Zucker haben, weil ich habe ja Stevia zum Süßen. Weil Stevia ist einfach das geilste. Da kannst du 30 Löffel Zucker reinmachen, hast halt 0 Insulinspiegelerhöhung und hast dort 0 Kalorien. Und entsprechend ja, ärgert mich das immer. Und deswegen will ich meinen eigenen Joghurt machen. Und eigenen Joghurt machen, das ist gar nicht so kompliziert, wurde mir gesagt. Man muss einfach auf konstanter Temperatur in einer sterilen Umgebung Milch erhitzen. So, Milch ist natürlich jetzt also keine echte Milch, sondern Sojamilch. Und aber wenn ich Joghurt selber machen will, dann will ich es eigentlich auch komplett selber machen. Und das heißt, ich probiere Hanfjoghurt herzustellen. Ich werde mir einfach Hanfsamen zermixen mit Wasser, dass dann sozusagen Hanfmilch entsteht und werde diese dann mit diesen Joghurtkulturen versetzen und dann im Instant Pot, weil im Instant Pot habe ich auch gesehen, gibt es eine Joghurtfunktion und der hält nämlich eben diese konstante Temperatur über 10 Stunden und ja, und dann habe ich eventuell Hanfjoghurt. Ich weiß es nicht, aber das ist zumindest die Theorie. Da ich aber diesen Prozess der 10 Stunden nicht machen will und dann sehe, oh, hat nicht geklappt, werde ich verschiedene Experimente machen. Das heißt, ich werde sowohl selbstgemachten Hanfjoghurt probieren, selbstgemachten Mandeljoghurt, dann habe ich noch eine Hafermilch gekauft, einfach so, die ohne Zucker ist und werde sozusagen aus dieser Hafermilch einen Haferjoghurt probieren und werde diese 3 Schüsseln oder Gläser, je nachdem was ich mache, ja, eben mit diesen Kulturen hier infizieren, so nennt man das glaube ich, und ja, und dann warten. Und das Gute daran ist, das ist zwar schweineteuer, das kostet 15 Euro diese Kulturen, aber wenn einmal der Joghurt fertig ist, also es hat geklappt, dann kann man einen Teil von dem Joghurt abschöpfen und in eine neue Milch reinmachen, also eine Sojamilch oder selbstgemachte Hanfmilch oder weiter, und ja, und dann tun die sie wieder ausbreiten und dann nimmst du wieder einen Löffel ab und so kannst du dann eigentlich immer weiter deinen Joghurt machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört oder ob das nicht aufhört. Auf jeden Fall will ich es auf jeden Fall probieren, ganz groß ins Joghurt-Business einzusteigen und wirklich, ich stelle mir das so geil vor, ich nehme wirklich bloß meine eigenen Hanfsamen, mein eigenes Wasser und die Joghurtkulturen und mache mir richtig eigenen Joghurt. Und des Weiteren habe ich überlegt, was eine Sache, die mir eigentlich noch immer ein bisschen fehlt, eigentlich wirklich fast die einzige wirklich große Sache, die mir so richtig fehlt, das ist Feta-Käse. Also Feta-Käse ist wirklich, Fleisch nicht, gar nicht, aber Feta-Käse ist glaube ich das einzige, was mir so richtig fehlt als Veganer. Und vielleicht kann ich ja mit den Joghurtkulturen zusammen mit einem Tofu und ein bisschen Sauerkrautsaft oder irgendwie das alles ineinander legen und das gärt ein bisschen und Salzsohle vor allem und Salzsohle, und vielleicht komme ich da irgendwie auf diesen salzigen Geschmack oder sowas. Weil Feta gibt es wirklich nicht eine annähernde Lösung. Weil Fisch gibt es auch keine annähernde Lösung für die Veganer. Alle Fischersatzprodukte, ganz am Anfang, ich habe sie alle ausprobiert, ist alles ein schlechter Witz, da ist wirklich nichts dabei. Aber auch nicht mal im Ansatz was. Das riecht ein bisschen nach Alter, okay, das kannst du haben, aber richtigen Fisch kannst du vergessen. Also Fleisch, auf jeden Fall gibt es gute Fleischersatzprodukte, aber Fisch, no way. Und Tofu
genauso, Tofu. Feta absolut genauso. Das heißt, Feta-Käse, ja, da gibt es diesen Sufu, glaube ich, oder so weiter. Was ihr als Feta-Ersatz an, könnt ihr auch vergessen. Absolut vergessen. Das ist nicht mal im Ansatz. Und entsprechend, ja, mal gucken, ob ich irgendwie Feta, wobei das natürlich dann sehr experimentell ist, aber Joghurt auf jeden Fall als erstes. Das sind jetzt meine Experimente, die jetzt anstehen. Und ansonsten, nur kurz der Hinweis noch, der André, der hat mir immer noch nicht seine Adresse gegeben für das Buch, was er verlost hat. Ansonsten, die anderen 4 Bücher, die befinden sich wahrscheinlich dann jetzt, na jetzt werden sie noch nicht auf dem Weg befinden, aber Montag, also in ein paar Stunden, wenn ihr das Video seht, gehen die Bücher auf die Reise zu euch. Und der André, sag mal, den gebe ich jetzt noch 3 Tage Zeit bis Mittwoch, dass er mal seine Adresse schickt. Ansonsten rückt der nächste nach und das hochsensible Buch findet einen anderen Abnehmer. Ansonsten wünsche ich euch viel Tag. Ich bin immer noch total, also das waren 2 wunderschöne Tage, aber sie haben mich auch sehr viel irgendwie Energie gekostet. Aber nicht negativ irgendwie, total positiv. Ich hab, das war so, ach. Okay, wir lassen das. Ja, also ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Tschüssi.